Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserer neuen Sonntags-Challenge. Und unser Thema ist heute Halloween oder Halloween-DIYs und dafür habt ihr euch entschieden auf unserer App. Die App heißt Do-It-Yourself-Inspiration für diejenigen, die nicht mit abgestimmt haben und die App noch nicht kennen, gerne kostenlos runterladen. Ist unten verlinkt. Ja, und das Thema ist Halloween-DIYs und was wir dazu gemacht haben, seht ihr jetzt. Bei mir gibt's heute eine super niedliche Idee, wie man Halloween-Süßigkeiten verzieren kann. Und zwar habe ich hier kleine Lollis und ich habe schwarzes und orangefarbenes Washi-Tape. Ich habe weiße Taschentücher, eine orangene Serviette, einen schwarzen Stift, eine Schere und ich habe hier noch so süße kleine Herzen, die werde ich noch mit dran kleben und dann immer einen kleinen Halloween-Gruß mit draufschreiben. Dann kann man die einfach verschenken oder vielleicht auch, wenn jemand an der Tür schellt, kann man die so weitergeben. Einfach süße kleine Halloween-Lollis. Ich werde drei verschiedene Lollis basteln. Der erste ist ganz einfach, dafür nehme ich ein Taschentuch, lege den hier über den Lolli drüber und dann habe ich ja hier das schwarze Washi-Tape. Da könnt ihr auch einfach ein normales Band nehmen. Mit Washi-Tape funktioniert es auch, aber sonst ist es vielleicht auch schön, wenn man einfach ein schmales Band nimmt oder ein Schleifenband. Ich werde auf jeden Fall dieses Washi-Tape auch noch mal ein bisschen schmaler schneiden. Das soll ja ein Geist werden und der soll ja nicht so einen ganz breiten Hals haben. Deswegen schneide ich das hier einfach noch mal etwas schmaler und habe jetzt so einen schmalen schwarz geringelten Washi-Tape-Streifen und den klebe ich jetzt einmal hier unten etwas enger drum. Und ich glaube, dann erkennt man schon, dass das ein niedlicher kleiner Geist ist. Und weil das ja wirklich so kleine Mini-Lollis sind, werde ich das Ganze jetzt noch etwas kürzer schneiden. Einfach einmal rundherum schneiden. Und natürlich fehlt bei meinem Geist auch noch ein Gesicht. Entweder ein freundliches Gesicht oder ihr könnt natürlich auch ein gruseliges oder ich werde so einen runden Mund machen, als ob der so macht. So, dann habe ich ja schon angekündigt, habe ich diese süßen kleinen Herzchen. Da schreibe ich mal Happy Halloween drauf. Und dann klebe ich das Herzchen einfach mit auf meinen Geist. Meinen nächsten kleinen Lolli möchte ich als Kürbis verzieren. Dafür habe ich ja hier die orangefarbene Serviette. Davon schneide ich mir erstmal ein Stückchen ab. Und in die Mitte von diesem Quadrat ungefähr, was ich hier ausgeschnitten habe, schneide ich ein kleines Loch rein. Da kommt der Lolli-Stiel durch. Dann führe ich alles nach oben. Und da wickele ich jetzt ganz stramm das Washi-Tape drum. Das ist der Kürbisstiel da oben, was da oben aus dem Kürbis rauswächst. Und den Rest schneide ich einfach kurz. So, ich hoffe, man erkennt das als kleiner Kürbis. Der bekommt natürlich jetzt auch noch ein ganz typisches Kürbisgesicht. Und somit ist Lolli Nummer 2 fertig. Und als drittes habe ich noch einen Totenkopf. Für den Totenkopf habe ich mir einfach so ein Streifchen abgeschnitten vom Taschentuch und auch schon ein Loch reingemacht. Da kommt wieder der Stiel durch. Und das kommt auch wieder hier nach oben. Aber das ist alles noch ein bisschen zu viel Stoff oder Taschentuch. Deswegen schneide ich das alles noch ein bisschen kürzer. Ich versuche das alles hier einfach oben so schön abzudecken. Und dann kommt da oben jetzt noch ein Streifen Washi-Tape drüber. Und ich habe ja schon diesen Streifen mir hier eben abgeschnitten. Den kann ich ja sehr gut dafür nehmen. Der kommt jetzt hier einmal so rundherum. Und dann habe ich hier auch Platz noch für ein gruseliges Gesicht. Und wenig später habe ich ganz viele niedliche kleine Geister und Kürbisse und auch einen gruseligen Totenkopf fertig.
Ich finde, das sieht richtig süß aus als Deko. Und man sieht auch auf den ersten Blick erstmal nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber dahinter verbergen sich leckere kleine Lollis. Vielleicht habt ihr sowas, möchtet ihr sowas nachmachen als Deko, als kleine Überraschung für die Familie oder für die Freunde an Halloween. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und Hashtag Team Kati. Ich benutze für dieses unheimliche Halloween-Getränk einmal das Totenkopfglas, kennt ihr vielleicht schon aus unserem Haul von letzter Woche, und auch einen von den unheimlichen Skelettstrohhalmen. Total lustig. Der sitzt auf jeden Fall schon mal hier oben drauf. Dann gibt es Zitronensorbet, Waldmeistersirup, und ihr braucht auf jeden Fall ein Getränk zum Auffüllen. Ich habe mich hier für Eistee mit grünem Teeextrakt entschieden. Da könnt ihr aber auch ganz, wie ihr mögt, variieren. Ihr könnt auch Sprite nehmen oder auch einfach Mineralwasser. Hier habe ich noch ein paar rote Beeren, die sind eingefroren. Die kommen gleich oben drauf und geben dem Ganzen noch so einen schaurigen Effekt. Aber ich starte als erstes einmal mit dem Zitronensorbet. Und nehme einmal den Strohhalm raus. Hier kommt mein Glas. Und vom Zitronensorbet gebe ich ein paar Löffel hinein. So, ihr seht, ich habe hier so ein kleines Türmchen reingebaut. Darauf kommt jetzt der Waldmeistersirup. Ich habe es jetzt so ungefähr 2 Finger hoch eingefüllt und dann gieße ich es mit dem Eistee auf. Der schwere Sirup bleibt hier unten und es entstehen so kleine Fäden des Sorbets, die sich so nach oben hochziehen. Ich gebe noch ein bisschen weiteres Sorbet obendrauf und oben auf gebe ich jetzt die Beeren. Ein bisschen hineindrücken. Ihr seht schon, hier oben verfärbt es sich leicht rot. Je mehr die Beeren antauen, desto blutähnlicher wird das Ganze. Meine Finger sehen schon passend aus. Und jetzt kommt natürlich noch das Skelett dazu. Und fertig ist mein Halloween-Drink. Ja, das waren unsere beiden Halloween-Ideen. Wir hoffen, dass da was für euch dabei ist. Und vielleicht habt ihr ja auch noch weitere coole Halloween-Ideen. Wenn ja, gerne unten reinschreiben. Und ihr könnt uns natürlich auch über unsere App Bilder davon schicken oder natürlich auch bei Instagram. Wir sind super gespannt, das Ganze zu sehen, wenn ihr super schöne Sachen gebastelt habt. Ja, und dann heißt es wieder abstimmen auf unserer App. Also ihr könnt einfach auf die App gehen und für das nächste Sonntag-Challenge-Thema abstimmen. Und ihr könnt auch gerne hier unten in die Kommentare wieder Vorschläge machen, was so die nächsten Themen sein könnten. Die nehmen wir dann vielleicht schon in der nächsten Woche in unsere Abstimmung mit rein. Also schreibt uns, wenn ihr zum Beispiel schon Weihnachts-DIYs sehen möchtet. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Sonst schaut unsere anderen Videos. Hashtag Ach, Team ja, Kati, genau. Hashtag Abstimmung. Team Eva, Hashtag Team Beide. Entweder aufs kleine i drücken, dann kommt die Abstimmung runter oder unten in die Kommentare reinschreiben. Genau, stimmt ab, nehmt teil und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.